Willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Heute geht es um die Carnot-Maschine. Eine Carnot-Maschine wandelt Wärme in Arbeit um, genau wie ein Ottomotor, ein Dieselmotor oder ein Stirlingmotor. Aber eine Carnot-Maschine ist eine hypothetische Maschine, die diese Umwandlung mit dem maximalen Wirkungsgrad tätigt. Dieser maximale Wirkungsgrad ist deutlich kleiner als 100%. Und wie man ihn ausrechnet, wollen wir heute sehen. Zum Vergleich sehen Sie hier das PV-Diagramm des Kreisprozesses eines Gases, bestehend aus zwei Isochoren und zwei Adiabaten. Das ist vereinfacht der Prozess, der im Ottomotor abläuft. Wir wollen den Carnot'schen Kreisprozess diskutieren. Dieser besteht aus zwei Isothermen und zwei Adiabaten. Alle Prozesse verlaufen reversibel, das heißt, wir können sie in die eine oder in die andere Richtung ablaufen lassen. Der Carnot'sche Kreisprozess dient sowohl als Grundlage für die Wärmekraftmaschine als auch für eine Wärmepumpe. Eine Carnot-Maschine kann als Blackbox gesehen werden. Diese Blackbox ist zwischen einem hohen Temperaturniveau und einem niedrigen Temperaturniveau installiert. Aus dem hohen Temperaturniveau fließt eine Wärme Q1 in die Carnot-Maschine. Ein Teil dieser Wärme wird in Arbeit umgewandelt und ein Teil der Wärme wird als Abwärme, das Q2, an das untere Temperaturniveau T2 abgegeben. Die Carnot-Maschine arbeitet ideal, trotzdem gilt selbstverständlich der erste Hauptsatz, die Energie, die aufgenommen wird, ist gleich der Energie, die abgegeben wird. Q1 plus Q2 plus W muss gleich 0 sein. Aber mit der Carnot-Maschine kann man gleichzeitig eine weitere Beziehung aufzeigen, dass nämlich im reversiblen Fall Q1 durch T1, die reduzierte Wärme, die aufgenommen wurde, gleich minus Q2 durch T2 ist, die reduzierte Wärme, die abgegeben wurde. Das ist der zweite Hauptsatz für reversible Prozesse. Und diese reduzierte Wärme Q durch T wird später mit dem Begriff der Entropie verknüpft. Der Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine ist gegeben durch abgegebene Arbeit pro aufgenommener Wärme. Eta gleich minus W durch Q1. Die wichtigste Gleichung zur Carnot-Maschine ist die Verknüpfung des Wirkungsgrades mit den Temperaturen. Temperaturdifferenz durch hohe Temperatur, das ist der ideale maximale Wirkungsgrad. Wenn Sie sich vorstellen, dass die niedrige Temperatur T2 Raumtemperatur ist, also 300 Kelvin, und dass die hohe Temperatur T1 600 Kelvin beträgt, dann haben wir einen Wirkungsgrad von 50%. Der Carnot'sche Kreisprozess im PV-Diagramm. Wir starten mit einem Anfangsvolumen VA und expandieren dieses Volumen isotherm zu einem Volumen VB. Bei dieser isothermen Expansion wird Q1 als Wärme aufgenommen vom hohen Temperaturniveau T1. Beim ersten Schritt ist die Carnot-Maschine also ideal wärmeleitend verbunden mit dem hohen Temperaturniveau. Dann isolieren wir die Carnot-Maschine thermisch, nun ist kein Wärmeaustausch mehr möglich, und expandieren weiter adiabatisch zum Volumen VC. Bei diesem Prozess wird zwar keinerlei Wärme ausgetauscht, aber Arbeit wird geleistet. Es gilt die Poisson'sche Adiabatengleichung. Das Gas wird jetzt mit dem Temperaturniveau T2 in idealen thermischen Kontakt gebracht. Es wird isotherm komprimiert, sodass Wärme an das untere Temperaturniveau abgegeben wird. Wir bewegen uns auf einer isothermen zu niedrigeren Volumina hin. Wenn wir das Volumen VD erreicht haben, isolieren wir das System wieder und komprimieren adiabatisch auf das Ausgangsvolumen VA, wobei sich die Temperatur von T2 auf T1 erhöht. Die entsprechenden Gleichungen für den Energieaustausch haben wir schon kennengelernt.
Die Berechnung der Wärme im isothermen Fall und der Arbeit im isothermen und adiabatischen Fall. Diese Gleichungen sind hier noch einmal aufgelistet, wobei die Temperaturen farblich gekennzeichnet sind. Es ist wichtig, dass es eine Beziehung zwischen den Volumina gibt, in der Art, dass der Quotient VA durch VB durch den Quotienten VD durch VC ausgedrückt werden kann. Damit können wir die Arbeitsbeträge W1 und W3 in eine einfache Beziehung setzen. Die Gesamtarbeit, die beim Carnot-Prozess abgegeben wird, entsprechend der umschlossenen Fläche im PV-Diagramm, entspricht der Summe der Arbeiten. W2 und W4 kürzen sich weg, W1 und W3 sind über die Volumina verknüpft und wir erhalten diese Beziehung. Reversible Arbeit gleich minus N mal R mal T1 minus T2 mal ln VB durch VA. Hier noch einmal die Black Box, die Wärme, die aufgenommen wurde, formuliert, die Wärme, die abgegeben wurde, formuliert und die reversible Arbeit, die wir eben formuliert haben. Wenn wir jetzt den Wirkungsgrad ausrechnen, Wref durch Q1, dann kommt tatsächlich diese einfache Formel heraus, Delta T durch T1. Wir sehen jetzt natürlich auch, dass der erste Hauptsatz erfüllt ist, dass die Wärme, die aufgenommen wurde, gleich dem Negativen der abgegebenen Wärme und Arbeit ist. Wir sehen auch, dass die reduzierten Wärmen Q durch T vom Betrage her gleich sind. Diese Größe werden wir später mit der Entropie verknüpfen. Die Entropieabnahme im Temperaturniveau T1 entspricht vom Betrage her der Entropiezunahme im Temperaturniveau T2. Wir fassen zusammen. Eine Carnot-Maschine wandelt Wärme mit optimalem Wirkungsgrad in Arbeit um. Sie arbeitet zwischen zwei Temperaturniveaus, hohe Temperatur T1, niedrige Temperatur T2. Es gilt der erste Hauptsatz und es gilt eine Beziehung, die wir später den zweiten Hauptsatz nennen werden, dass die reduzierten Wärmen vom Betrage her gleich sind. Der Wirkungsgrad beträgt maximal Delta T durch T1. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.